Hallo ihr Lieben, heute geht es um die Schlehenblüte, weil das ist ein Naturprodukt, was uns auch ja, für die Hausapotheke zu nutzen sein kann. Zum einen kann ich natürlich die Blüten sowohl frisch als auch getrocknet für Tee nehmen. Im Tee sind sie zum Beispiel kräftigend aufbauend nach Krankheit, unterstützen uns bei Erkältung, bei Fieber, stärken den Magen, helfen auch bei Verstopfung, ist laut Kneipp auch ein nicht schädliches, sanftes Abführmittel, das auch für Kinder geeignet sein soll. Und neben dem Tee, den man jetzt schön genießen kann als Frühjahrskur, gibt es auch etwas, was ich gerne ansetzen möchte, und zwar ein Körperpflegeöl. Und zwar werden die Blüten angesetzt in einem Kaltauszug, und dieses Öl ist super für die Körperpflege. Es ist feuchtigkeitsspendend, regt den Hautstoffwechsel an, ist durchblutungsfördernd und somit strafft es die Haut. Auch ganz toll als Vorbeugung für schwangere Frauen, um Schwangerschaftsstreifen zu verhindern. Eine ganz tolle Sache. Und da ich hier etliche OPs schon hinter mir habe und noch einige vor mir, ist das Öl dann für mich auch was Tolles, was ich nutzen will. Und jetzt ist gerade die Zeit, die Dinger stehen in voller Blüte. Und wir müssen jetzt natürlich erstmal nach draußen gehen und die Blüten ernten. Los geht's! Damit wir unseren Ölauszug ansetzen können, brauchen wir natürlich Schlehenblüten. Bitte sammeln, wenn die Sonne geschienen hat, in der Mittagszeit, dann ist der Wirkstoffgehalt immer am höchsten. Bitte nicht irgendwo am Straßenrand, wenn da die ganze Abgase dranhänge. Irgendwo, wo keine Autos fahren, ich habe es hier ja, im Garten und wir sammeln jetzt die geöffneten Blüten. Ich habe mir einfach mal ein Tablett mitgebracht und dann werde ich jetzt einfach mal hier gucken, was ich an Blüten abstreifen kann. Ich nehme nicht alles, die Insekten sollen ja auch noch was haben. Ich stelle mal mein Tablett runter und ihr seht, man kriegt natürlich auch Tierchen mit, aber die werden wir gleich drinnen auch noch aussortieren. So, ich stelle das mal runter und jetzt werden wir das Tablett voll sammeln. Und immer vorsichtig, Schlehe oder auch Schwarzdorn genannt, ist wehrhaft. Die Hornstachele. Also passt auf eure Hände und eure Arme ein bisschen auf. So. Ja. Ich gehe jetzt noch ein Stückchen auf die andere Seite, dass ich nicht an einer Stelle den kompletten Strauch leer pflücke. Ich will es ja ein bisschen verteilt haben. Wir wollen ja schließlich später im Jahr auch noch von den Beeren was haben. Ich stelle es wieder runter. Okay. So. Ich denke, das wird soweit reichen. Wir haben ein kleines Tablett voll mit den Schlehenblüten oder Schwarzdornblüten und damit gehen wir jetzt rein in die Küche. So, jetzt haben wir unsere frisch gesammelten Blüten und wir haben ja draußen schon gesehen, da könnte noch das ein oder andere Insekt drin sein, zum einen. Zum anderen, wenn wir einen Ölauszug herstellen, ist Feuchtigkeit immer kontraproduktiv. Das kann in Gärung übergehen. Deswegen werden wir jetzt die Blüten einfach auf dem Geschirrtuch ausbreiten und für ein paar Stunden, 4-5 Stunden, dass sie so ein bisschen anlätschig, also so ein bisschen schlapp werden, möglichst viel Feuchtigkeit hier rausgeht. Und ja, in der Zwischenzeit dürfen dann oder haben die Insekten dann auch die Möglichkeit, sofern da welche drin sind, sich zu verkrümmeln, da rauszugehen und landen dann nicht in unserem Öl. Ja, gesagt, getan. Einfach die Blüten auf dem Geschirrtuch ausbreiten. Und noch haben wir ja Heizperiode, das heißt, wir haben ja unter Umständen auch noch eine Heizung an. Und da in die Nähe, ich werde es gleich in die Nähe von meinem Kaminofen bringen. Das Geschirrtuch sorgt dafür, es nimmt gleich auch noch ein bisschen Feuchtigkeit auf. Und ja, so darf das Ganze jetzt für ein paar Stunden antrocknen. So, und wenn die ganzen Blüten so ein bisschen schlapschen, so ein bisschen schlapp werden, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, die Blüten sind geerntet. Sie haben jetzt länger hier auf dem Küchentuch gelegen, sind schon ein bisschen in sich zusammengefallen, haben ein bisschen Feuchtigkeit verloren.
Die Insekten konnten auch von dannen ziehen, sodass wir jetzt die Blüten einfach nur in ein Gefäß füllen, also am besten in ein Glas, das sich verschließen lässt. Das sollte sauber und ausgekocht sein und da füllen wir jetzt einfach die Blüten rein. Ich habe jetzt leider kein kleines Glas, sondern nur dieses monstergroße Glas, aber das ist nicht schlimm. Ich werde vielleicht auch noch ein paar Blüten pflücken gehen, um das Glas voll zu kriegen, weil das ist was ganz Feines für die Körperpflege und entsprechend werde ich davon auch viel brauchen. Komm, den Rest versuchen wir einfach mal so, ob wir das jetzt hier so noch reingeschüttelt kriegen. Jawohl, passt. Schön der ganze Blütenstaub, alles noch mit rein. Jawohl. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt mit einem süßen Mandelöl für die Körperpflege arbeiten. Mandelöl hat den Vorteil, es zieht sehr schnell in die Haut ein. Ich habe ja einen Olivenbaum adoptiert und bekomme da regelmäßig ganz viel Olivenöl. Deswegen nehme ich natürlich auch dieses gute Olivenöl, kalte Pressung, erste Pressung. Warum soll ich Mandelöl kaufen gehen? Aber für denjenigen, der zu Hause eh noch Mandelöl hat, der kann natürlich auch das Mandelöl nehmen. So, und jetzt ist es ganz easy, ganz einfach. Wir füllen hier in dem Glas so viel Öl unserer Wahl auf, dass die Blüten schön bedeckt sind. So, und nochmal. Ich habe hier bewusst keine Mengenangaben. Es kommt hier immer darauf an, wie viel ihr ansetzen wollt. Wichtig ist, Blüten, dass die Tierchen abhauen können, antrocknen lassen, dass die Feuchtigkeit minimiert ist und dann in ein Glas mit so viel Öl auffüllen, dass die Blüten bedeckt sind. Und jetzt gehen wir noch einmal da rein und stumpe da drin ein bisschen rum, dass gegebenenfalls noch Luft, die zwischen den Blüten sich sammelt, nach oben abtauchen kann oder abziehen kann. So. Und dann darf die Natur, darf die Zeit ihre Arbeit tun. Glas verschließen und das Ganze wird jetzt hell einfach 3 Wochen stehen lassen. Einmal am Tag ein bisschen Bewegung da reinbringe und dann ja, das Öl seine Arbeit tun lassen, dass die Wirkstoffe schön aus den Blüten rausgezogen werden und nach 3 Wochen durch ein feines Haarsieb filtern, in Flaschen sauber ausgekocht umfüllen und dann steht der Nutzung für die Körperpflege nichts mehr im Wege. Und zur Haltbarkeit sei gesagt, so lange wie euer Basisöl, das ihr verwendet habt, haltbar ist, ist auch dieses Körperpflegeöl dann haltbar. Übrigens auch eine tolle Geschenkidee, wenn man weiß, im Freundeskreis sind werdende Mütter, ist das natürlich was Tolles zum Verschenken. Und es ist auch richtig schön mild. Und auch wer Probleme hat mit kalten Füßen, das durchblutungsfördernd ist in der Haut, ist es auch nicht verkehrt, sich damit, wenn man so Eisklumpenfüße hat, wie ich manchmal, die Füße damit richtig schön einzumassieren, sorgt dafür, dass das Blut da wieder richtig drin arbeitet und das wärmt natürlich dann auch gleich die Füße. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer freuen über einen Daumen hoch, einen Kommentar und klar auch über ein Abo. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.